Und so ist es dann auch passiert. In der 14. Minute geht Gladbach durch Player in Führung. Und das Erste, was einem auffällt, ist natürlich, dass Chris Führich, sag ich mal, in der Entscheidungsfindung sich eher wie ein Offensivspieler verhält, nicht so sehr wie ein Defensivspieler. So kann man sagen, ja. Ja, er reagiert meiner Meinung nach zu früh in dem Moment. Vergleichbar vielleicht so mit dieser Stenzelnummer gegen wen haben wir da gespielt? Gegen Bochum, als Holtmann an ihm vorbeigegangen ist. Da macht er auch die erste Bewegung, obwohl er eigentlich auf den Offensivspieler warten kann. Könnte Führich jetzt ja auch machen und müsste nicht direkt reingehen. Das ist sozusagen der erste Fehler. Und dann siehst du, ich habe das für uns grafisch aufbereitet, Sebastian. Unsere Hörer können das leider nicht sehen. Aber du siehst, dass Gladbach das jetzt hervorragend macht, weil der VfB meiner Meinung nach einen großen Fehler macht, dass das Ito aus der Viererkette rausrückt. Ja. Wenn Ito hinten drin bleibt, ist dieser Raum auch zu, der sich ja dann später öffnen wird. Ja. Und was auch noch sehr gut war, du siehst, Dinos Mavropanos steht neben Jonas Hofmann und Jonas Hofmann bewegt sich praktisch aus dem Zentrum raus Richtung Gladbacher linke Seite, zieht Dinos so mit und so öffnen sie diesen Raum, der dann später bespielt wird mit diesem fantastischen Schippball oder Heber halt in den Strafraum. Das war halt toll gemacht. Also Neuhaus, wie er den spielt, war toll gemacht und dann natürlich auch Player, wie er den abnimmt, war toll gemacht. Insgesamt toll rausgespielt, aber zu verteidigen. Und warum wollte ich das ansprechen beim 4-3-3? Das ist, wie gesagt, einfach das Problem, dass du hinten diese Kette möglichst geschlossen halten musst. Sobald einer reinrückt, müsste jetzt eigentlich Sosa diesen Platz auffüllen. Oder Atta könnte jetzt zum Beispiel sich auch fallen lassen, dann gibt es die Möglichkeit. Aber wenn Ito drin stehen bleibt, glaube ich, ist dieses Tor zu verhindern, meiner Meinung nach. Es gab dann noch so ein bisschen Diskussionen über Flo Müller. Aus meiner Sicht ist es jetzt kein Torwartfehler. Ja. An einem guten Tag hältst du das Ding, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein Fehler ist, den er da begangen hat. Er hat es halt nicht herausragend gemacht, sondern erwartbar. Ja, genau. Also sicherlich kein Torwartfehler, auch aus meiner Sicht nicht. Aber wenn du einen guten Tag hast oder auch mal so ein Quäntchen Glück, was ihm in dieser Saison einfach komplett abgeht, leider, dann hältst du den. Das Gleiche gilt auch fürs zweite Tor. Ja, die Entscheidungen, die er trifft, sind nicht falsch, sondern oft zu langsam. Das ist so seine Problematik, die er aktuell hat, die er mit sich rumschleppt. Sehr ärgerlich, weil ich gönne es ihm so sehr, dass er so ein Spiel zieht. Weil er hat ja schon geile Paraden gezeigt gegen Hoffenheim, erinnere ich mich. Frankfurt, ja. Ja, also er hat schon ein paar gute Dinge gezeigt, aber dann stehst du trotzdem am Ende mit 0 Punkte da und alle sagen, ja, der holt ja auch keine Punkte. Genau, er bräuchte auch mal so ein Spiel wie gegen Bochum, wo er den Elfmeter dann einfach hält. Ja. Weil die Diskussion ging ja dann auch gegen Union los. Jetzt hält er nicht mal einen Elfmeter so in der Art. Nee, darum geht es mir jetzt gar nicht. Ich meine einfach nur, dass man rausgeht und sagt, er hat uns das Spiel gerettet und so ein Elfmeter in der 94. ist halt das Beispiel dafür. Ich gönn's ihm so sehr. Ja. Ich gönn's ihm so sehr, weil ich mag ihn eigentlich als Typen sehr. Allerdings ist das, glaube ich, nicht das Hauptkriterium für einen Bundesliga-Torhüter. Wir werden die Müller-Thematik auch nochmal aufgreifen. Liebe Chat, wenn ihr schon durchdreht. ich möchte auch gleich nochmal klarstellen. Ich sage nicht, dass Flo Müller ein Top-5-Bundesliga-Torhüter ist. Aber er ist mit Sicherheit auch nicht irgendwie eine absolute Graupe, den man sofort austauschen muss. Geht mir zu weit. Kein Tüton. Dieser Vergleich, also ganz ehrlich. Du spielst bei Ajax. Unter welchen Umständen, ist die Frage. Gut, lass uns auf das 0-2 gucken. 35. Minute Thüram. Auch da wurde ja zu Recht gelobt, wie Gladbach das rausspielt. Aber ich muss sagen, der VfB verteidigt das halt auch wirklich schlecht. Und hier siehst du jetzt wirklich, was das Problem dieses 4-3-3 sein kann. Also Mavropanos löst sich aus der Viererkette und dann schiebt Stuttgart nicht durch, sondern spielt weiter mit Dreierkette. Du hast wieder das Bild, was ich dir mit reingestellt habe. Mhm. Du siehst hier vorne Dinos. Hinten hast du Anton, Ito und Sosa, die an sich nicht schlecht positioniert sind. Man könnte jetzt aber sagen, wenn Anton darf so bleiben, Ito kann noch ein bisschen einrücken, Sosa kann noch ein bisschen einrücken und dann könnte Chris Führich praktisch hinten diesen Raum auffüllen oder Atakan Karasor lässt sich noch ein bisschen tiefer fallen. Der steht auch relativ hoch und Wataru Endo wäre auch eine Möglichkeit, der hinten den Raum zulaufen kann. Du hast jetzt hier das Problem, dass du wirklich alles nach vorne ausgerichtet hast. Klassische Kontersituation, muss man sagen. Die komplette rechte Stuttgarter Seite ist überlagert. Ja, und dann siehst du halt, wie schnell das die Gladbacher auch ausspielen. Der Ball kommt sofort in die freien Räume. Borna Sosa reagiert dann aus meiner Sicht noch ein bisschen zögerlich oder zu zögerlich, möchte ich fast schon sagen. Dinos zieht einen Tick zu spät den Sprint an, läuft dann nur noch hinterher und dann läufst du tatsächlich schon der Musik hinterher. Und wenn dann natürlich Player so ein Weltklasse-Zuspiel auf Thüram auch noch hinbekommt, dann kannst du es wirklich nicht mehr verteidigen. Das stimmt. Aber für mich war praktisch die Positionierung
im Moment des Ballverlustes war für mich das Problem, warum dieses Tor überhaupt fallen konnte. Da haben sich einfach zu viele Räume aufgetan. Und das meine ich mit diesen Rochaden. Wenn der Dinos vorschiebt, muss eigentlich Adakan Karasu sich ein bisschen tiefer positionieren, nicht als Rechtsverteidiger, aber einfach ein bisschen tiefer, um diesen Gladbacher Sicht gesehen linken Halbraum zu schließen. Er ist aber zu weit vorne oder Endo bleibt hinten, aber wenn der natürlich sowieso versucht, das Spiel nach vorne anzukurbeln, dann ist es verständlich, dass der relativ weit vorne steht. Aber das kannst du besser verteidigen aus meiner Sicht. Und dann muss ich noch über Borna Sosa sprechen, der sich aus meiner Sicht so ein Stück weit verschätzt, weil auch das sieht man hier in diesem Bild ganz gut, er steht gar nicht so schlecht. Ja, wenn man das Standbild sieht, dann sollte man meinen, er kann eigentlich den Pass ablaufen, ne? Und ich hab's und klären. Also es sieht im Standbild so aus, aber man hat ja im laufenden Bild gesehen, na, irgendwie steht er halt dann doch irgendwie völlig falsch. Aber es macht den Eindruck, als ob er den Spieler hinter sich vergessen hätte. Er muss nochmal so eine kleine Kurve laufen. Also ja. Es sieht so aus, als ob er einfach, entweder hat er nicht mit dem Zuspiel gerechnet oder er hat sich da wirklich so ein Stück weit verschätzt. Weil aus meiner Sicht kann er da rankommen, kommt er aber nicht. Müller auch hier beim Gegentor, jo, kannst du haben, sage ich, aber ist für mich kein großer Fehler. Ja, aber auch da, ne, der Ball kommt dann auf sein Tor, er versucht eine Fußabwehr. Er hat ja seinen Fuß quasi am Pfosten dran, also er macht den Weg für den Ball zu und der Ball hoppelt ihm dann über das Schienenbein rüber. Ne? Also er ist halt da, aber wieder ein bisschen Pech halt. Ne? Wenn du ihn berührst, kannst du ihn auch haben, klar, ja. Das ist so die Regel. Aber wie gesagt, ist für mich jetzt kein grober Fehler gewesen. Das war mehr Pech und wie gesagt, vielleicht ein Ticken zu langsam. Ja, ja, aber es ist für mich kein grober Fehler, dass ich sage, das ist eine Katastrophe, was er da am Tor gezeigt hat. Da gehe ich nicht mit, muss ich sagen. Was ich mich auch noch gefragt habe, ob das manchmal, weißt du, gerade bei Borna Sosa, dass er da nicht so stringent durchläuft, weil du denkst ja dann auch, Mensch, eigentlich muss er jetzt in die Murmel reinfliegen und das Ding wegschlagen, ob es dann vielleicht schon damit was zu tun hat, dass man so ein bisschen Angst hat, Fehler zu machen beim VfB Stuttgart. Man darf ja nicht vergessen, zu dem Zeitpunkt war der VfB der Depp der Liga. Ja, ja. Also regelmäßig Führungen verspielt, oder was heißt regelmäßig, gegen Bochum und dann anschließend gegen Hoffenheim, aber die Köpfe hingen tief, das war das Do-or-Die-Spiel, es steht schon 0-1, kann natürlich auch mit reinspielen. Aus heutiger Sicht, oder sage ich mal, wenn wir diese Szene heute nochmal angucken müssten oder spielen müssten, würde vielleicht Borna Sosa sich auch anders entscheiden. Ja, vermutlich schon, aber grundsätzlich finde ich das auch, oder fand es auch gegen Gladbach stark, mit welchem Mut die Mannschaft vom Anpfiff weg gespielt hat. Also sie war nicht, hatte keine Angst, Fehler zu machen. Ne? Da war gleich Energie drin, klar, dann die zwei Gegentore haben dann den Stecker so ein bisschen gezogen, aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, als ob die Mannschaft ängstlich ist. Ja, da gebe ich dir recht. Also gerade auch, um das nochmal mit aufzugreifen, das Hoffenheim-Spiel, ja, nach diesem Dämpfer gegen Bochum, da hast du ja überhaupt nichts davon gemerkt. Die haben das einfach durchgezogen und haben eine gute Partie gezeigt. Also da gebe ich dir recht, ja. Also Angst ist vielleicht von mir jetzt der Versuch, Borna Sosa einen Schuss zu nehmen. Ist nach hinten losgegangen, sorry.